Montagmorgen, 7 Uhr. In der Trauerhalle des Krematoriums Meißen beginnt die Frühschicht. Die Mitarbeiter versuchen, dem Totenstau Herr zu werden. Von einer Seite zur anderen schieben, Platz machen. Etwas, das das Krematorium im Moment nicht mehr hat. Die Leichenhalle ist voll, die Gänge zugestellt und schon vor 12 Uhr lagern in der sonst leeren Feierhalle fast 80 Särge. In der Hälfte davon Menschen, die in den letzten Tagen an oder mit dem Coronavirus gestorben sind. Die zweite Corona-Welle bringt die Mitarbeiter des Meißner Krematoriums an ihre Grenzen. Kurz nach Schichtbeginn kommt schon die nächste Ladung. Immer reden mit uns. Jawohl. So, und in die Ecke daneben. Aber woher kommen die ganzen Körper? Das ist ein Bestatter, der seine gesammelt hat und im LKW herschafft, weil er es nicht mehr schafft. Viele Bestatter aus dem Umkreis kapitulieren bei der großen Anzahl von Verstorbenen, die sie bewältigen müssen. Im Moment lagern hier etwa 250 Leichen, normalerweise sind es 60. Jörg Schaldach, Leiter des Krematoriums, macht die Situation Sorgen. Die Mitarbeiter sind natürlich sehr, sehr an der Grenze. Es geht ja nun schon wochenlang durch. Also wir haben hier ein sogenanntes Vierschichtsystem, also Montag bis Sonntag 0 bis 24 Uhr. Dann läuft natürlich auch eine Bereitschaft. Wir müssen auch die überbelegten Krankenhäuser räumen, wenn dann die Kühlzellen dort voll sind. Das geht natürlich alles auf die Kräfte. Und wollen wir mal eine ganz harte Zahl sagen, wir bewegen hier im Monat 750 Tonnen an Verstorbenen. Und das entspricht dem Gewicht, das 150 Elefanten auf die Waage bringen würden. Ein ungewohntes Bild für Ingo Thüring. Der 76-Jährige ist pensionierter Bestatter, hilft aber tagtäglich im Krematorium aus. Auch Covid. Für den Rentner, der selbst zur Risikogruppe gehört, ist es eine Selbstverständlichkeit, gerade jetzt für Angehörige und Verstorbene da zu sein. Man kann doch die Menschen nicht sterben lassen und dort liegen lassen, wo sie gestorben sind. Das geht doch nicht, ne? Und dafür gibt es eben Bestatter. Ich habe mich da immer versucht, in den Verstorbenen hineinzuversetzen und zu, was war das für ein Mensch in seinem Leben? Das hat ja auch was geschaffen. Ne? Hab das ins Positive habe ich da immer versucht, das rauszubringen. Die Arbeit im Krematorium hat ihm aber eines beigebracht. Ich wehre mich jetzt nicht mehr gegen den Tod zum Beispiel. So, na ja. Ich gebe zwar Obacht, dass ich da nicht in Corona-Trüppel reinkomme, also ich halte mich zurück, nicht, dass ich das ankurbeln will, versuche mit dem Auto vorsichtig zu fahren. Solche Sachen, ne? Selbst an Heiligabend, Neujahr und den Feiertagen dazwischen brannten beide Öfen rund um die Uhr. Um die Verstorbenen endlich auf ihre letzte Reise schicken zu können. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.